Hallo liebe Leute, mein Name ist Margit Heumann und ich bin neu in Nürnberg. Parallel zu Wohnungssuche und Umzug habe ich die fränkischen Eigenheiten studiert und zahlreiche bemerkenswerte Begegnungen in meinem Buch »Ein schräger Blick auf Nürnberg« festgehalten. Unter anderem auch diese Szene in einem Traditionsgasthaus. Der Wirt platziert den Kupferkessel mit der fränkischen Bierbowle auf der Theke. So, fertig. Zufrieden mustert er die hochglanzpolierten Speisebehälter mit dem warmen Buffet und den Desserttisch am Ende. Fehlt nur noch das Personal. Eilig verlässt er den Saal, um seine Angestellten auf Trab zu bringen. Ein abgrundtiefer Seufzer durchbricht die Stille. Der Kloß rotiert empört um seine eigene Achse. In was für Zeiten leben wir eigentlich? Ich bekomme eine Gänsehaut, wenn ich nur daran denke, wie man mich aus dem Tiefkühlschrank direkt ins kochende Wasser geworfen hat. Ein Schock. Das wünscht man seinem schlimmsten Feind nicht. Das Schnitzel bläst in das gleiche Horn. Die Köche sind nicht mehr das, was sie mal waren. Früher wurde ich in Butterschmalz in der Pfanne herausgebacken. Jetzt lässt man mich einfach in die Fritteuse fallen und im Öl ertrinken. Und wenn ich noch lange hier herumliege, ist es mit meiner Knusprigkeit auch vorbei. Der Kartoffelstopfer jammert. Die Kochkultur ist ausgestorben. Sie werden es nicht glauben, aber ich werde aus dem Päckchen zusammengerührt und bin nur noch ein geschmackloser Einheitsbrei. Die Hochzeitssuppe blubbert aufgeregt und blinzelt über den Rand des Suppentopfes. Geht mir auch nicht viel besser. 7 verschiedene Einlagen, die es nach guter alter Tradition für maximales Glück bräuchte, habe ich schon lange nicht mehr. Und meine Fettaugen werden auch immer weniger. Das Schäufele wirft sich in die Brust. An mir ist das Gott sei Dank vorübergegangen. Ich bin nach wie vor konkurrenzlos die Nummer 1 auf den fränkischen Speisekarten. Allerdings wird meine Herkunft weniger fett gemästet als früher. Und das Beste an mir, meine knusprig gebratene Oberhaut, bleibt so und so oft auf den Tellern liegen und wandert in den Abfall. Das tut mir in der Seele weh. Der Gurkensalat. Wenn's nur das wäre. Mit dem Schlankheitswahn ist mir das Sauerrahm komplett abhanden gekommen. Seit neuestem muss ich mich mit Magerjoghurt zufrieden geben. Magerjoghurt, ich bitte Sie, da muss das Aroma ja auf der Strecke bleiben. Der Karpfen. Kalorien sparen um jeden Preis, das ist eben der Zeitgeschmack. Was glauben Sie, wie viele Nebenbuhler heutzutage auf der Speisekarte stehen? Zander, Waller, Dorade, Scholle, Lachs, Pangasius und was weiß ich noch für Exoten. Aber ich behaupte meinen Platz, das schwöre ich. Er reckt die frittierten Flossen über den Plattenrand. Die Rostbratwurst. Rücken Sie mir bloß nicht auf die Pelle. Ich unterliege einem strengen Reinheitsgebot und Fischgeruch verdirbt meinen Charakter. Sie wendet sich angeekelt ab. Der Wirsing, näselnd. Seien Sie doch nicht so eingebildet. So wie Sie riechen, weiß doch keiner, mit wie vielen chemischen Zusatzstoffen Sie versetzt sind. Die Rostbratwurst. Das sagt der Richtige. Sie duften auch nicht gerade nach Veilchen. Der Wirsing. Aber ich bin Natur pur.
Da habe ich mir nichts vorzuwerfen. Der Obstsalat meldet sich vom anderen Ende der Theke. Das mag ja sein, aber ihre Konsistenz ist sogar für Blinde und Zahnlose eine Zumutung. Grau-grün und matschig, wie sie daherkommen. Ich dagegen. Er präsentiert sich in seiner ganzen knackigen Buntheit und setzt noch eins drauf. Und ihre Vitamine sind auch im Eimer, so lange, wie sie vor sich hin köcheln. Der Wirsing. Na, hören Sie mal, das ist nicht meine Schuld, sondern... Psst! Die Bierbowle von ihrem Platz an der Tür meldet sich. Psst! Sie kommen! Die Tür geht auf, das Personal nimmt Aufstellung, gefolgt von den Gästen, die mit A und O und M das Buffet stürmen. Vielen Dank, ich hoffe, Sie hatten ein bisschen Spaß dabei.